Hallo und herzlich willkommen zur Kick-Off-Show zum Elimination Chamber Pay-Per-View im Jahre 2021 und ich begrüße ganz herzlich den Commissioner von Monday Night Raw, Timothy. Danke für die Begrüßung, FW. Immer wieder schön hier mir zu sitzen und ich freue mich schon auf den heutigen Abend, weil wir haben spannende Matches vorbereitet. Ja, großartige Matches vor allem und auch Matches, wo man nicht den Ausgang so leicht vorhersehen kann. Ja, es sind ein paar Spitzenkaräte dabei, sehr ausgeglichen. Wir haben auch mal wieder ein paar Leute, sind mal wieder im Ring. Fein, ihr Comeback. Ja, gerade auch beim Elimination Chamber hat man auch vielleicht im Elimination Chamber Match selbst die Möglichkeit, vielleicht auch Leute ein bisschen hochzubringen, die sonst nicht so vielleicht im Main Event stehen würden. Vielleicht haben wir auch heute ein paar Überraschungen, ne? Es sind ein paar Kandidaten dabei, die genau. Für besonderen Abend. Genau, und fangen wir auch direkt mit einem, finde ich tatsächlich schon speziellen Match an, und das ist bei dir in der Kickoff Show. Genau, und da haben wir ein kleines Rückkehrer-Match von einem Tag-Team. Miss und Morrison stehen wieder zusammen im Ring und treten gegen ihre ersten Gegner an seit Morrisons Rückkehr, und das sind die Mustache Mountains. Finde ich interessant. Das ist ja das erste Mal, wo wir die beiden jetzt wieder als Konstellation sehen, ne? Ja. Schwer, man weiß natürlich nicht, wie sie jetzt als Team agieren, aber ich persönlich muss sagen, ich denke auf jeden Fall, dass Miss und Morrison das Ding machen, weil ich... Vielleicht auch, weil ich es mehr hoffe, weil ich die großartig finde. Gerade John Morrison. Natürlich schade für mich, dass du den jetzt für Raw bekommen hast. Den hätte ich natürlich selber gern gehabt. Ja gut, der Kraft ist ja nicht mehr so weit weg, ne? Vielleicht kannst du ihn ja wieder zurück. Ja, wer weiß. Nach WrestleMania ist es wieder soweit, ja, ne? Weil früher mehr in SmackDown vertreten. Ja. Und ich muss aber auf jeden Fall sagen, ich gehe hier mit Miss Morrison, weil ich mir das auch einfach wünschen würde. Wäre auch ein schönes Comeback für ihn, ne? Auf jeden Fall. Erstes Tag Team Match mit The Miz, weil die haben ja auch angekündigt, die wollen Tag Team Champions werden, sie wollen sich auch hinarbeiten. Und das wäre schon mal ein guter erster Schritt, der erstmal den ersten Sieg einzufahren, Fuß zu fassen. Eben. Und das wäre auch schon das einzige Golf Match. Genau, dann kommen wir direkt weiter zu SmackDown und da geht's auch direkt los mit Roderick Strong gegen Matt Riddle. Ich finde, das ist einer der ersten ausgeglichenen Matches heute Abend. Ja. Strong war ja mehr Teil der Tag-Team-Fraktion bei den Undisputed Era, während die Champions waren. Er hat wenig im Singles-Competition gearbeitet, was er auf NXT ja war. Und Matt Riddle, der ist mal so drauf. Ja, aber Moment, man muss sagen, im Royal Rumble da hat er die meisten Eliminierungen gehabt. Ja, da habe ich mich überrascht, dass sie da so abrasiert, ne? Also ich glaube, der hat einen richtig. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Wäre der vielleicht ganz, ganz später gewesen, hätte er vielleicht den sogar gewinnen können. Ja, sein Pech war halt, dass er früh reingekommen ist, ne? Bei der Performance, ne, also der hat ja wirklich einen nach dem anderen rausgeworfen. Und der war auch noch sehr lange drin, aber wenn er dann später reingekommen wäre, ne? Das wäre auf jeden Fall ein Ding gewesen, wenn der als Sieger raufgegangen wäre. Aber nun gut, aber wo du mich gerade an Royal Rumble erinnern hast, ich würde mal sagen, das hat einen guten Rückenwind gegeben, dem Riddle. Und würde mich freuen, wenn er den auch weiterhin hat, diesen Rückenwind, diese Stärkung, und tipp mal auf einen Sieg für ihn. Perfekt, dann gehen wir direkt weiter zum ersten Titelmatch von SmackDown. Es geht um den SmackDown Tag Team Championship. Und da müssen AJ Styles und Finn Balor versuchen, den Titel zu verteidigen, und zwar gegen die Viking Raiders heute Abend. Kommen wir zum Draft zurück, die hole ich mir wieder. Mhm. Ja, die fehlen schon bei meiner Tag Team Division, aber die machen jetzt bei dir, kommt langsam bei dir wieder ins Rennen rein. Jetzt haben sie endlich mal ihr Titelmatch. Und ich hoffe, dass es gewinnen. Ich finde, das sind ein eingespielteres Tag Team als Styles und Balor. Ja. Aber man muss halt sagen, Styles und Balor sind individuell besser als die beiden. Ja. Und wenn es darauf heute ankommt, dann sind Styles und Balor die Sieger. Und die machen es eigentlich auch Tag Team ganz gut. Zusammen. Also leid es mir tut, ich tippe eher auf eine Titelverteidigung von Styles und Balor. Ja.
Okay, dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Match. Das ist auch ein Titelmatch und es geht um den United States Championship. Und da tritt Sami Zayn an gegen unseren United States Champion und Mr. Money in the Bank, Adam Cole. Was soll man noch dazu sagen? Also es ist jedes Pferd dasselbe. Cole ist in der herausragenden Form. Ich gehe nicht davon aus, dass sein Titel verlieren wird. Da muss ja schon ein richtig krasser Ficker kommen. Sami Zayn ist ein sehr guter Wrestler. Hat aber wirklich das Glück in seiner ganzen Karriere mit Titeln. Wenn er eine Art hat, hat er 2 Wochen später wieder verloren. Und ja. Ich glaube nicht, dass es ausgerechnet gegen Adam Cole sein Glück anfängt zu wirken. Ja. Gerade bei NXT, aber hier im Main Roster hatte er noch nie einen Championship. Er ist immer ganz, ganz knapp gescheitert. Immer. Ja. Und ich glaube, das wird auch heute der Fall sein. Also es wird ein herausragendes Match werden, keine Frage. Gerade Adam Cole. Also der hat ja wirklich so gut wie jeden mittlerweile besiegt. Das wird auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe, aber ich gehe davon aus, dass Cole weiterhin verteidigen wird. Und ich gehe davon aus, dass er an WrestleMania als US-Champion im Ring stehen wird und zum seinen Titel verteidigen wird. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, außer jetzt sagen wir mal dumm gesagt, jemand wie vielleicht Brock Lesnar oder sonst irgendwas auf dem Niveau, der auch körperlich wesentlich mehr drauf hat als Cole. Ne? Ja. Dass der dann vielleicht sagen würde, komm, ich hol mir mal aus Jux und Dollerei mal den US-Titel. Ja. Aber wenn halt die üblichen Verdächtigen, die nicht bereit sind für den Universal, auf den US gehen, dann ist Cole ganz klar weiterhin der Titelfavorit. Ja. Den Intercontinental Championship hat er auch verloren letztes Jahr gegen Roman Reigns und das war auch sehr knapp. Ja. Wer weiß, ob der sich den hätte zurückholen können, hätte es ein Rematch gegeben, aber da ist ja Reigns dann zu Raw gekommen. Gut, also Adam Cole. Dann gehen wir weiter und das ist auch direkt schon das Elimination Chamber Match von SmackDown-Seite aus und da geht es auch um den WWE Championship. Aleister Black muss verteidigen. Und er tritt an gegen John Cena, gegen Kane, gegen Ricochet, gegen Kevin Owens und gegen Drew McIntyre. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist die erste, finde ich, einmal weil es einfach mega schwer ist als Champion, da seinen Titel zu überzeugen, dass es heute zum ersten Mal den Titelwechsel geben wird. Schade für Black, er hat ihn noch nicht lange, aber er ist technisch auf jeden Fall einer der überragendsten im Roster bei der WWE. Aber ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch den Körper hat, solche Matches lange Zeit durchzustehen. Ja. Und ich gehe da mal stark davon aus, dass er den Titel verlieren wird. Und meine Favoriten liegen hier klar bei Cena und bei Kevin Owens. Ja, wenn man auch nicht vergessen darf, ist Drew McIntyre. Der ist aber letztes Jahr als Champion zu WrestleMania gegangen. Ja, das stimmt schon. Aber Cena Owens sind auf jeden Fall gute Favoriten, würde ich auch mitgehen, ja. Also bei Ricochet ist es halt wie bei Black technisch überragend, aber ich glaube nicht, dass er großartig Chancen haben wird. Nee. Vor allem bei mir Kevin Owens, der ist körperlich gut. Wir haben McIntyre und Cena, die sowieso für ihre Größen fast übermenschliche Stärke haben und dann kam hier ein Kane mit 2,13 Meter. Also, was soll denn da ein Ricochet mit seinen Sprungattacken ausrichten? Ja. Also, du musst dir erstmal einen Kane auf den Boden bekommen, bevor du aufs Chopboard gehst. Und dasselbe geht auch für Black, der muss ja erstmal einen Kane auf den Boden bekommen. Und das ist halt die Schwierigkeit bei so einem Riesen. Und auch Drew McIntyre mit 1,96 ist nicht wirklich klein. Ja. Das ist halt so, das ist halt immer so ein Problem bei den vermeintlich körperlich kleineren Champs. Die müssen andere Wege finden, um so Riesen auszuschalten. Beim 1 gegen 1 finde ich, dann geht das noch. Aber bei so einem 6-Mann-Match und dann hast du vielleicht noch das Pech, dass du reinkommst, dann wird's schwer. Ja. Also ich tippe auf einen Titelwechsel. Aber ich kann mich nicht zwischen Cena und Owens entscheiden. Ja, ist ja auch sehr schwer.
Gut, dann also ich sag mal so, wer von den beiden als letztes reinkommt, von Cena oder Owens, geht in die Titel. Okay. Dann geht's weiter hier mit Raw. Und da fangen wir an direkt mit einem Titelmatch. Also es geht weiter mit den Titeln zwischen Bobby Lashley und Seth Rollins für den Intercontinental Championship. Da muss ich sagen, denke ich, haben wir hier den ersten Titelwechsel bei Raw. Und ich denke, dass Seth Rollins hier den Intercontinental Championship abräumen wird. Weil Rollins für mich einfach, ganz einfach gesagt, der Bessere ist. Warum? Wenn man sich auch, man muss sich ja nur mal die Erfolge angucken. Auch so in letzter Zeit, also. Oder die ganze, oder die, gehen wir mal ein Jahr zurück. Ja, also Rollins hat für mich mehr Siege geholt und ist für mich einfach der stärkere WWE-Superstar in dem Fall. Vergangenes Jahr hat statistisch gesehen Lashley mehr Siege gehabt. Und ja gut, aber die Frage ist ja auch... Kein einziges 1 gegen 1 verloren. Rollins hingegen schon. Gut, die Frage ist ja aber auch, was für Matches das waren und gegen was für Gegner du angetreten hast. Das stimmt schon. So, da muss man ja immer, das ist ja eine ganz andere Klasse, finde ich, auf der Rollins da agiert. Ja, das stimmt schon. Da muss ich dir recht geben. Ja. Deswegen, also für mich persönlich, Rollins eindeutig der Bessere. Aber ich denke mal, es wird nicht klappen. Also es wird knapp auf jeden Fall für den. Ja, knapp auf jeden Fall, aber ich denke auf jeden Fall, dass Rollins hier das Ding holen wird. Also 9 IC-Champs seit dem SummerSlam. Der lange Renter von Lashley ist laut dir vorbei. Gut. Ich denke, das wird Zeug gewesen sein. Gibt's halt den nächsten Titel für das Shield, ne? Ja, warum auch nicht? Ja. Dann kommen wir zum nächsten Match, auch ein Titelmatch in der Tag Team Division. DIY, die ja seit dem Rumble Champions sind, da gegen die Shield gewonnen haben, ne? Weil Seth Rollins nicht für die verletzten Roman Reigns eingesprungen ist, ne? Da gab es ja auch schon ein bisschen Zwietracht zwischen beiden, aber gut, das ist deren Sache. Gegen Big Show und R-Truth, die am Rumble zurückgekommen sind und haben da einen Klasse-Match gezeigt gegen The Fiend und Bo Dallas, die fast sogar die beiden zum ersten Mal geschlagen hätten. Ja, deswegen, ich gehe hier tatsächlich auch mit Big Show und R-Truth. Also, allein wegen dem Match, was sie hatten, was du also, schon gesagt hattest. Also Big Show, also was der gegen The Fiend gezeigt hat, das war halt, also ich habe noch nie gesehen, dass The Fiend so Probleme hatte gegen einen Superstar wie gegen Big Show. Ja. Und deswegen, das ist. Gerade weil die dieses Match abgeliefert haben und weil die ja sowieso bei dir so erfolgreich waren bei Royal Tag Team, gehe ich hier mit Big Show und R-Truth. Also den nächsten Titelwechsel. Ja, direkt den nächsten Titelwechsel. Die ganzen letzten Pay-Per-Views. Verteidigung. Ne? Auch gecallt. Und jetzt, Titelwechsel. Ja, mal gucken, vielleicht ist es ja auch wirklich so heute Abend, wer weiß. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache, ne? In ein paar Stunden wissen wir es. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Das hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal. Ne? Ja. Muss man dazu sagen, aber es ist trotzdem ein Hochkaräter. Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Schwer. Also, gehen wir mal ein Jahr zurück, hatten wir bei WrestleMania Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Und da hat tatsächlich Roman Reigns gewonnen. Ich muss aber sagen, gut, Lesnar hat jetzt hier gegen den Demon verloren, ja. Ist auch schon ein bisschen her. Bei Money in the Bank war das gewesen. Schwer. Aber ich muss sagen, ich würde hier wieder mit Brock Lesnar gehen, weil er für mich einfach ein bisschen immer noch der krassere ist. Ja. Auf den Rumble gewonnen. Eben, gerade jetzt. Man hat dafür gesagt, dass Roman Reigns seinen Tag-Team-Titel verliert. Ja. Am Rumble. Also. Ja, also ich würde auf jeden Fall hier noch mit Lesnar gehen. Also, ist halt für mich immer noch The Beast, ja. Also du gehst davon aus, dass Reigns auch in diesem Fall mit der Niederlage erhalten wird.
Ich denke, ja. Ja. Alles klar. Das wäre auf jeden Fall gut für Lesnar, weil er muss ja stark und gerüstet sein für WrestleMania, weil er wird auf jeden Fall ein Titelmatch haben. Auf jeden Fall. Ja? Wer es wird, das sehen wir. Vielleicht ja. Cena. Vielleicht gibt es das Rückmatch vom SummerSlam. Vielleicht haben wir wieder Cena gegen Lesnar. Oder vielleicht gegen Kevin Owens. Wer weiß. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zum... Oder gegen Drew McIntyre. Da hat er gegen Drew McIntyre seinen Titel verloren. Letztes ja. Jahr. Ja. Vielleicht bekommt er seine Revanche an WrestleMania. Wer Stimmt. weiß. Ne? Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Jetzt, ja. Wäre auch eine schöne Story für ihn. Ne? Eben. Aber nun gut, das werden wir sehen, wenn das Elimination Chamber Match vorbei ist, ob er das dann für SmackDown oder für Raw entscheidet, ne? Ja, stimmt, das ist auch noch nicht festgelegt. Kommen wir zum nächsten Match, Universal Championship Match. Strowman gegen Rey Mysterio. Das, muss ich jetzt allerdings sagen, ist wieder ein klarer Pick für mich. Also da muss ich ganz klar mit Strowman gehen. Strowman ist halt wie Adam Cole bei SmackDown, ne? Ja, eben. Also, das ist so, jeden Paper, wie du gesagt hast, jeden Pay-Per-View das gleiche, immer Verteidigung und immer klappt's und wie du schon gesagt hast, da muss ein krasser Ficker kommen. Ja, wer ist denn halt krasser als Strowman? Lesnar. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir es ja bei WrestleMania, ne? Aber das ist so, wie du schon bei Adam Cole vorhin gesagt hast, das ist 1:1 das gleiche, also muss jemand krasses kommen und Rey Mysterio auch. Wobei man sagen muss, Strowman kämpft gegen die Hochkaräter bei Raw. Cole nicht. Ja, wobei der hat jetzt ja auch in letzter Zeit immer mal ein paar auch krassere Matches gehabt und ich denke, der wird auf jeden Fall auch mithalten können mit denen, ja. Also, vielleicht mit dem AJ Styles, da könnte es nochmal ein bisschen problematisch werden. Aber ansonsten weiß ich nicht, wer da noch groß kommen soll bei SmackDown. Ja, und Strowman das gleiche, also Rey Mysterio wird den, glaube ich, nicht besiegen können. Ja, hat man ja auch gesehen, am Montag hatten wir ja Tag-Team mit Strowman und Rollins gegen Rey und Lashley und Strowman einfach die letzten paar Minuten beide abgefertigt, als wäre es nichts. Ja. Fährt den Sieg ein. Da hat man einfach gesehen, dass der aktuell bei Raw, also ich muss mal sagen, ist klar, Roman Reigns und Rollins haben ja schon mal in der Vergangenheit besiegt. Ne? Ja. Aber ich, oder auch andere, aber ich wüsste jetzt nicht vom aktuellen Roster, wer jetzt bei mir Strowman als realistischen Gegner sehen könnte. Klar, Rollins, Reigns oder auch Orton, die haben immer eine gute Chance. Aber ich sehe Strowman einfach aktuell vorne. Ja, bei jedem. Auf jeden Fall. Ja. Dasselbe geht auch bei Cole bei SmackDown. Also, gut, man muss halt gucken, wie er sich jetzt gegen Black schlagen würde. Gegen sowas gegen Cena oder sowas, ne? Ja. Aber in dem Bereich, wo er aktuell kämpft, sehe ich keinen, der jetzt irgendwie sagen kommt und sagt, jo, ich nehme dir jetzt mal den Titel ab. Und ja. Das halt auch, sage ich mal, realistisch ist. Eben. Ja. Mögen also auf jeden Fall Strowman, finde ich. Also, die erste Titelverteidigung bei Raw, natürlich wieder Strowman. Ja. Na gut. Dann kommen wir zum letzten Match heute Abend, das Elimination Chamber Match. Titans Raw. Und da wird wohl möglich, nachdem wie Lesnar sich entscheidet, entweder der Gegner für WrestleMania für den Universal Championship ausgesucht oder der Gegner für den kommenden Pay-Per-View für den Universal Championship. Ne? Ist ja variabel. Und da treten an Apollo Crews, Randy Orton, Elias, Samoa Joe, Cesaro und Jinder Mahal. Hm. Würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Apollo Crews? Würde ich sagen, der wird das nicht machen. Elias würde ich auch nicht mitgehen. Samoa Joe zählt auch nicht zu meinen Favoriten. Mahal, sorry, auf gar keinen Fall. Muss man ja mal sagen. Da haben wir noch Randy Orton und Cesaro, ne? Ja. Und das ist auf jeden Fall schwer. Ich meine, auch gerade die beiden, wenn wir die am Ende noch drinstehen würden, das wäre natürlich krass, weil auch die haben ja eine Rivalität hinter sich, ne? Mhm.
Cesaro, also ich meine, die Orton jetzt im Royal Rumble hat er gegen Rey Mysterio verloren. Für ja. Wonder Woman Contender Match, ne? Ja. Also, wobei man bei Orton sagen muss, der ist natürlich immer drauf. Ja. Also den darf man niemals abschreiben. 14-facher Champion. Eben. Und, ja, deswegen, also ich weiß nicht, das ist wie du dich nicht zwischen Owens und Cena entscheiden kannst, ich kann mich nicht zwischen Cesaro und Orton entscheiden. Das ist für mich auch so ein Ding, so wer halt als letztes rauskommt, ne? Der macht das Ding, also. Ja. Also ich hoffe es eher auf Cesaro, weil Orton seine Chance hatte, ein Titelmatch zu bekommen gegen Rey. Das stimmt natürlich. Es wäre nur fair, es wäre nur fair und Cesaro hat ein starkes Jahr gehabt. Ja, auf jeden Fall, aber braucht halt auch ein bisschen Glück, ne? Je nachdem, wann er rauskommt. Das stimmt natürlich immer, ja. Oder wir sehen eine Überraschung. Cruz kommt als Letzter rein, oder Mahal kommt als Letzter rein, und Elias. Ne? Nee, daran glaube ich nicht. Also das, oder ist Joe, ist das nicht so eine Riesenüberraschung, aber wäre auch schon eine kleinere Überraschung. Ja. Ne? Kommt als Letztes rein, vielleicht Cesaro und Orton ganz am Anfang, ne? Sind schon total ausgepowert und dann kommt Joe rein. Dann hat er ja natürlich auch die besten Chancen. Ja. Das wäre halt auch eine gute. Ne? Klar, auf jeden Fall. Da habe ich ja alles für Zufall ausgelost, wie die jetzt dann da reinkommen. Eben. Aber für mich auch diese zwei Favoriten. Gut, dann war es ja auch schon wieder von der Kickoff-Show, ne? Jetzt kommt noch Mr. Morrison gegen die Mustache Mountains. Dann geht's weiter mit SmackDown, dann mit Raw. Wir bedanken uns fürs Zusehen und sehen uns gleich wieder. Viel Spaß mit euch, Herr Böckchen. Dann kommen wir nun zum Kickoff-Match hier beim Elimination Chamber Pay-Per-View in der Kickoff-Show. Seit Jahren, nach Jahren, sind sie wieder zusammen im Ring als Tag Team unterwegs. Sie haben es grob angekündigt, sie wollen auf den Titel gehen. Und heute wollen sie den ersten Schritt in die richtige Richtung machen in diesem Kickoff-Match. Haben sie natürlich ein Tag Team Division Match gegen die Mustache Mountains. Die jetzt hier ebenfalls die Bühne betreten. And their opponents at a combined weight of 391 pounds. Trent Seven and Tyler Bates, Mustache Mountain. Auch sie haben sich ihren Einzug ins Main-Roster anders vorgestellt. Sie hatten mal ihren Namensgrundkontender Posten verloren, aber eben gegen DIY, die jetzt Champion sind, die haben ihre Chance genutzt, konnten an Rumble gegen The Shield gewinnen. Roman Reigns hatte da eine kleine Verletzung, Rollins kam nicht ein, der hatte nämlich selbst ein Match gegen Goldberg, was ihm indirekt eine Chance hat, für den Intercontinental Championship. Ich möchte mir auch noch später im Laufe des Abends sehen. Sie versuchen jetzt hier wieder anzugreifen an die Spitze der Tag Team Division. Und müssen heute erstmal gegen Miss und Morrison bestehen, die individuell gegen beide da gewonnen haben. Tyler Bay verlor gegen Miss, Trent Seven gegen Morrison. Beide bei den vergangenen Raw-Folgen. Und jetzt ist die Frage, welche der beiden Teams arbeitet besser zusammen und kann heute hier einen ganz, ganz wichtigen Sieg einfahren und sich in der Tag Team Division stark präsentieren. Miss schaut erstmal zu. Trent Seven und Morrison, die hatten schon das Match
am Montag bei Monday Night Raw. Morrison mit dem Konter. Und das ist die erste Tag Team Aktion von Miss und Morrison. Stark Zusammenarbeit. Erstes Cover von The Miz gegen Trent Seven. 1. Kickout natürlich. So schnell geht's nicht, auch wenn die beiden natürlich individuell herausragend sind. Mindestens mal auf dem Niveau, um den Intercontinental Championship oder den United States Championship jederzeit gewinnen zu können. Bei Trent Seven und Tyler Bate ist es eher so die Teamarbeit, die sie speziell macht und sie zu guten Wrestlern verübt. Individuell können sie nicht so viel mithalten mit den größeren Namen. Trent Seven macht es aber jetzt hier gut gegen den Miz. Das könnte arg böse enden. Apron! Backbreaker! Der Back Suplex auf den Apron. Immer sehr schmerzhaft, wenn der Apron Teil eines Matches wird. Countout beginnt. Oh, Miss gegen die Stahltreppe. Morrison bleibt hier fair. Greift nicht ein, obwohl das hier alles auf seitens von der Seite von Miss und Morrison passiert nun jetzt auf Trent Seven in die Stahltreppe. Miss wieder im Ring. Taggt sich nicht ein, aber er bricht den Count auf. Trent Seven auf den Beinen, jetzt wieder im Ring rein und da kommt der Tag. Ich glaube, den hat er nicht gesehen, aber spätestens jetzt wieder ihn spüren. Morrison, Spinning Heel Kick. Und jetzt kommt Tyler Bate, der erste Tag bei den Mustache Mountains. Und Tyler Bate mit einem schönen Dropkick gegen Morrison. Und Bate versucht es mit Kraft und es klappt auch. Suplex. Taunt da gegen Morrison, ob das so schlau ist. Ja, macht er gut. Außen weicht da geschickt aus. Wieder der Taunt von Trent Seven, es geht hier ein bisschen Kettenwrestling und Morrison überwindet Tyler Bate, geht in den Rollen ein. Klappt nicht ganz, Morrison mit Anlauf. In Form gegen Tyler Bate. Uppercut abgewehrt, Morrison setzt nach. Wirft Tyler Bate über seine Schulter, geht direkt aufs Top Rope, das macht er gerne. Vom Top agiert, Elbow Drop! Von Morrison, Cover gegen Bate. One, Kickout. Man sieht natürlich hier die technischen Fähigkeiten, die ein Morrison mitbringt. Immer wieder schön sowas zu sehen hier bei der WWE. Oh, und jetzt voll der Submission Move gegen Morrison. Von Tyler Bate, das könnte vielleicht schon die Entscheidung sein, aber es dürfte noch ein bisschen früh sein. Ja, Morrison macht das gut. Morrison macht das gut. Bate setzt nach. Morrison schubst er sogar noch fast hier Miss zu unserer Seite. Ungewollt natürlich, aber er tut es fast. Und jetzt ist Morrison im Problem da in der Ecke, aber der Kickout. Gegen Trent Seven, gegen Tyler Bate ist er sehr schnell unterwegs und macht das schnell genug, um Tyler Bate in den Rollen zu bekommen. One, two, Kickout. Und das Kickout von Morrison. Schöner Konter von Tyler Bate. Zwischen den beiden jetzt hier. Nächster Suplex von Bate. Gegen Morrison, der macht das sehr stark. Es
geht hier viel hin und her. Dropkick vom Austin ins Leere. Mauser mit dem Vorarm. Und jetzt bin ich in die Kipp. Tyler Bate am Boden und jetzt kommt The Miz und es kommt Trent Seven. Und beide knocken sich um. Nein, Miz ist der Erste, der wieder auf die Beine kommt. Aber Trent Seven, schön, kontert hier direkt. Auch jetzt fit natürlich. Miss ebenfalls. Hämmert da den Kopf von Trent Seven auf die Matte. Der macht das hier schnell, schnell wieder auf die Beine. Powerbomb gegen den Miss. Und das Kickout bei 2. Schnelles, starkes Tag Team Match mit den beiden. Man sieht, dass die beiden Potenzial haben für größere Matches. Und wieder der Town von den Mustache Mountains. Miz weicht hier geschickt aus. Miz weicht hier geschickt aus. Trent Seven sieht es nicht kommen. DDT von dem Miz. Zum ersten Mal das Cover. 1, 2 und das Kickoff von Seven. Und der mit der starken Aktion hier, sehr, sehr starker Schlag, schickt Mois auf die Bretter. Aus dem Nichts. Und jetzt setzt er einen nach, der Suplex. Gegen Miz, Cover hinterher. Kickout von dem Miz. Dürfte nur eine Weile bedauern, bis hier irgendein Team sich hier groß in Richtung mir vorbringt. Morrison taggt sich selbstständig ein. Ich kämpfe dagegen an. Ist natürlich ein Nachteil, weil Morrison kommt sich ein bisschen erholen. Morrison mit dem Cover für den Sieg für Miz. Und Tyler Bate geht dazwischen. Morrison packt die einfach mal den Spanish Fly raus. Einer seiner 2 Finisher. Und jetzt Trent Seven. Der kann es auch gut von den Sprungseilen. Der Tyler Bate von den Sprungseilen, aber es scheint nicht so aus, als würde er nochmal einen draufsetzen. In der Mitte hier. Morrison und Trent Seven. Trent Seven ist hier der Erste auf den Beinen. Festfürst hier gegen den Turnbuckle und jetzt kommt der Tag. Der Massage Mountains Double Superkick gegen Morrison. Und er kommt ganz schnell zum Tag gegen Miz. Und Miz macht das auch sehr schnell. Geht hier für den schnell für den Roller. 1, 2, Kickout. Tyler Bate macht es nicht schnell genug. Kommt nicht auf die Beine. Miz mit dem Skull Crushing Finale. Cover gegen Tyler Bate. 1, 2. Und Trent Seven kommt zu spät. Morrison steckt schnell den Tag Team Move von den Mustache Mountains ein. Geht direkt für den Tag, kommt irgendwie da noch hin. Miz schneller als Tyler Bate. Rollt ihn erst ein. Der braucht, braucht Zeit, um sich aufzubäumen. Dann gibt's ins Google-Trail und dann war's das. Der erste Sieg dieser beiden in der Kickoff-Show vom Elimination Chamber. Und mit diesem Sieg
gehen wir auch direkt weiter zum Hauptteil, beginnend mit SmackDown. Vielen Dank fürs Zuschauen hier in der Kickoff-Show und viel Spaß mit Elimination Chamber.